Hallo Leute, heute gibt es von mir eine gesunde Snack-Alternative zu Kartoffelchips und zwar sind es rote Bete-Chips. Das Rezept ist relativ einfach und schnell zu machen. Ihr müsst dafür natürlich nur rote Bete mögen. Also die schmecken schon relativ stark nach rote Bete und wenn ihr rote Bete nicht mögt, dann ist es nichts für euch. Aber falls ihr den Geschmack gut findet, dann kann ich euch nur empfehlen, die sind nur mit einem Teelöffel Öl gemacht. Ihr könnt die auch, wenn ihr die ein bisschen, ich sag mal, fettiger oder doch mehr chipsmäßig haben wollt, jetzt kommt voll die Sonne raus, egal, könnt ihr die auch mit mehr Olivenöl machen. Ich habe jetzt nur einen Teelöffel genommen, wie gesagt, aber das könnt ihr individuell anpassen. Ich finde die super lecker, ist einfach eine tolle Alternative zu Kartoffelchips. Rote Bete ist sehr gesund und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tutorial. Für die Chips braucht ihr rohe rote Bete. Also nicht die aus dem Glas, sondern wirklich so eine Knolle, Zwiebel. Ich glaube, es ist eine Knolle, oder? Es ist eine Knolle, also eine rote Beete-Knolle. Dann braucht ihr solche Einweghandschuhe, einfach da beim Schälen die Hände schnell dreckig werden können und ihr wollt ja nicht, dass eure Hände dann noch rot sind. Dann einen Sparschäler, um die Haut abzukriegen. Ein Messer natürlich, ist klar. Dann Salz, Olivenöl und so einen Gemüsehobler, also einfach um die Scheiben zu hobeln. Falls ihr das nicht da habt, könnt ihr auch euren Sparschäler nehmen. Aber da müsst ihr aufpassen, dass die Chips nicht zu klein werden, weil die können so schnell im Ofen verbrennen. Also ja, falls ihr sowas da habt, nehmt das da. Wenn nicht einfach, damit könnt ihr auch die Chips machen, wenn ihr es mal probieren wollt. Und ihr braucht natürlich einen Ofen, aber den muss ich euch jetzt nämlich nicht zeigen. Und wir beginnen jetzt einfach mal. Am besten bereitet ihr auch schon mal ein Blech mit Backpapier drauf vor, weil einfach, wenn man erstmal diese Handschuhe anhat und dann auch irgendwas vergessen hat, dann ist es ziemlich blöd. Also legt euch schon mal das Blech hin und das Backpapier drauf. Und euren Ofen stellt ihr jetzt auf 120 Grad, damit ihr in der Zeit vorheizen kann. Hierzu kommt jetzt noch ungefähr einen Teelöffel Olivenöl und dann packen wir die aufs Blech. Wenn ihr die Chips auf dem Backblech platziert, ist es wichtig, dass sie sich nicht stark überlagern, weil sie sonst nicht richtig trocknen und dann nicht wirklich knusprig werden. Aber ihr könnt die ruhig so nah wie möglich irgendwie aneinander legen, weil sie werden sofort, wenn sie im Ofen sind, eh schrumpfen. Und bevor sie jetzt in den Ofen kommen, machen wir einfach noch eine ganz kleine Ladung Salz drüber. Bei der Backzeit müsst ihr jetzt ein bisschen rumprobieren. Also bei mir sind es ungefähr so an die 20 Minuten, aber unser Herd ist auch ziemlich heiß, habe ich so das Gefühl. Also der heizt extrem gut. Am besten schaut ihr nach ja, maximal 10 Minuten das erste Mal und dann wirklich öfters rein, weil die können sehr schnell verbrennen, weil die ja so hauchdünn sind. Also schaut lieber ein paar Mal zu oft, nicht dass die euch dann verbrennen. Nach dem Backen sollten die Chips so aussehen. Also die Seiten haben sich hochgewellt, aber die Chips sind eben noch nicht schwarz geworden. Also da müsst ihr unbedingt darauf aufpassen, dass die Chips nicht schwarz werden. Ihr lasst sie jetzt einfach noch ja, trocken, bis sie wirklich kalt sind, weil warm sind sie noch ziemlich matschig, aber wenn sie jetzt trocknen, werden sie eben knusprig und dann können sie auch schon essen. Falls ihr das Rezept nachmacht, könnt ihr mir ja mal auf Facebook oder Twitter oder hier unter das Video schreiben, wie euch das Ganze geschmeckt hat. Ich finde es super und ja, einfach eine tolle Alternative zu Kartoffelchips. Ich werde die jetzt mal aufessen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!